Ich bin Frank Hannig, ich bin Rechtsanwalt und Strafverteidiger. Ich will über jemanden reden, der viel mit denen hier gemeinsam hat, mit den Fürsten, Königen und Despoten, die die Vergangenheit unseres Landes zu bieten hat, nämlich Karl Lauterbach. Ist der eigentlich noch ganz normal? Ich mache mir ernsthaft Sorgen um den geistigen Gesundheitszustand, aber ich mache mir noch viel mehr Sorgen um unser Land, dass wir so jemanden gewähren lassen. Ja? Der Gesundheitsminister war gestern wieder hier und hat wieder eine Angst verbreitet und eine Panik. Und er erzählt auf Deutsch gesagt auch Scheiße, die ich kann das so überhaupt nicht mehr hinnehmen. Ja, also er hat gestern wieder in irgendeiner Talkshow verbreitet, was jetzt alles passiert. Ja, einrichtungsbezogene Impfpflicht und wir müssen die alle feuern, die nicht geimpft sind. Und das ziehen wir alle durch und die werden alle entlassen. Dieser Schwachkopf, Entschuldigung, ihr zeigt mich an wegen mir, bitte, da freue ich mich drauf, auf den Termin vor Gericht. Ja, sollte sich vielleicht mal zum Mittagessen mit dem Justizministerium treffen, anstatt den ganzen Tag in irgendwelchen Talkshows rumzuhängen. So einfach ist es nämlich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob der Herr Lauterbach, dessen Qualifikation in jeglicher Hinsicht von mir in Frage gestellt wird, überhaupt weiß, wie das funktioniert. Die von ihm oder vom Kabinett jetzt da umzusetzende partielle Impfpflicht führt keinesfalls zur sofortigen Kündigung, sondern die sagt nichts weiter, als dass die Arbeitgeber den Impfstatus ihrer Mitarbeiter dem Gesundheitsamt zu melden haben. Und ich sag mal klipp und klar, ob das so funktioniert, ist höchst zweifelhaft, weil wir haben ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob so ein Arbeitgeber einfach die Gesundheitsdaten seines Mitarbeiters an irgendeinem Gesundheitsamt melden darf. Das werden wir erst mal sehen, Herr Lauterbach. Das werden wir erst mal sehen. Ja, und dann ist die nächste Frage, was das Gesundheitsamt macht. Ja, auch da frage ich mich, ob ein Gesundheitsminister jemals mit einem Verwaltungsrechtler gesprochen hat, weil das Gesundheitsamt muss natürlich als Behörde eine Entscheidung, eine gebundene Verwaltungsentscheidung treffen und muss halt sagen, ich muss jetzt im Einzelfall prüfen, was die angemessene Maßnahme ist. Muss ich denn jetzt dem Arbeitgeber einen Bescheid zustellen und sagen, du musst den Arbeitnehmer XYZ kündigen? Welches Gesundheitsamt soll denn das machen, Herr Lauterbach? Wie soll denn das funktionieren bei Gesundheitsämtern, die nicht mal mehr eine Corona-Nachverfolgung hinkriegen, weil sie gänzlich überlastet sind? Wie soll denn das passieren bei Rathäusern, die völlig ersticken in einer Flut von hier anreisenden Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine? Wie soll denn das funktionieren? Wer macht denn Gesetze, die so schwachsinnig sind, dass sie nicht umgesetzt werden können und tönt dann im Fernsehen bewusst gelogen, bewusst falsch, bewusst fehlerhaft, bewusst, um den Menschen Angst zu machen? Das wird jetzt alles umgesetzt, die werden jetzt alle gefeuert. Also, zunächst mal müssen wir erstmal gucken, ob überhaupt die Daten gemeldet werden. Dann müssen wir gucken, wie das Gesundheitsamt entscheidet. Dann muss das Gesundheitsamt nämlich einen Bescheid erlassen gegen die Arbeitnehmer. Und dass da irgendwelche großen Unikliniken oder die großen Vorreiter sind und sagen, ja, da machen wir alles mit, das mag schon sein, aber es gibt einen Haufen private Pflegedienste zum Beispiel, die das nicht mitspielen werden. Die werden klagen, die werden gegen die Bescheide des Gesundheitsamtes vor Gericht ziehen. Und unsere Verwaltungsgerichte, ich komme vom Hundertsten ins Tausendste, ich warne gleich davor, unsere Verwaltungsgerichte schaffen es ja nicht mehr. Wir blenden das ein. Ich habe den Offenbarungseid des Rechtsstaates schlechthin vom Verwaltungsgericht Berlin bekommen. Es ist eine Ungeheuerlichkeit. Ich habe das gestern mehreren Richtern an verschiedenen Gerichten hier erzählt. Denen ist das Gesicht eingeschlafen. Wirklich, denen ist das Gesicht eingeschlafen. Da schreibt das Verwaltungsgericht Berlin allen Ernstes, wir sind überlastet, wir können ihren Eilantrag nicht bearbeiten. So, wir machen ihnen keine Hoffnung, es wird nicht bearbeitet. Kann ja mal passieren, denkt man. Nein, kann nicht passieren. Das ist ein Offenbarungseid eines demokratischen Rechtsstaates. Es ist auf Deutsch gesagt, es ist die Hölle. Wenn dem Bürger kein effektiver Rechtsschutz gegen den Staat mehr zusteht, dann ist er staatlicher Willkür ausgesetzt, dann sind wir kein Rechtsstaat mehr. Wir sind kein Rechtsstaat mehr. Dieses Ding muss eigentlich ans Europäische Parlament geschickt werden. Ich mache das bestimmt, aber ich musste darüber nachdenken, wer das kriegt. Der Justizsenator in Berlin kriegt das auf jeden Fall auf den Tisch. Man muss sich das mal überlegen. Wir besitzen die Dreistigkeit, anderen Ländern in der EU, wie Ungarn und Polen zum Beispiel, Fördermittel oder Beteiligungen zu streichen, weil sie nicht rechtsstaatlich sind. Wir selber sind sie überhaupt nicht. Wir sind auch nicht rechtsstaatlich. Jeder hat das Recht, gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Jeder muss dieses Recht haben, das Recht auf seinen gesetzlichen Richter. Und wenn die Verwaltungsbehörde oder die Verwaltungsgerichte in Berlin schreiben, sie können es nicht mehr, sie sind überlastet, sie nehmen die Entscheidung nicht mehr an, mit einer Entscheidung im Eilverfahren ist nicht zu rechnen. Ja, okay, dann können wir aufhören. So, aber jetzt kommen wir nochmal zurück zum Herrn Lauterbach. Und das ist nämlich genau der Punkt. Die Verwaltungsgerichte können diese Entscheidung gar nicht treffen. Und wir können nur sagen, jeder Arbeitgeber, der sich für seine Mitarbeiter, für seine treuen Mitarbeiter, die ihm die Kastanien aus dem Feuer holen, die fleißig sind, die für die Patienten da sind, jeder Arbeitgeber, der sich hier stark macht und gegen die Entscheidung des Gesundheitsamtes nachher vor Gericht zieht, der tut was Gutes für seine Mitarbeiter und er wird noch eine Rechtsschutzversicherung haben und muss es noch nicht mal bezahlen. Und die Verwaltungsgerichte werden dann Jahre brauchen, um überhaupt zu entscheiden. Und wenn die Verwaltungsgerichte dann entschieden haben, dass eine Kündigung unter Umständen rechtswirksam ist, dann muss die Kündigung ausgesprochen werden. Und was passiert denn dann, Herr Lauterbach? Sie, Gottes Willen, nicht, keine weiteren Beleidigungen. Was soll denn dann passieren? Da sagt er, dann werden die halt alle gefeuert. Na und, dann werden sie alle gefeuert. Und dann? Was ist denn im Arbeitsrecht?
was steht denn in unserem Kündigungsschutzgesetz, das ja nicht aufgehoben ist? Da steht drin Sozialauswahl. Dann fangen wir mal an, die alle zu kündigen und dann werden die alle vors Arbeitsgericht ziehen. Dann haben wir eine Unmenge von Klagen von den Arbeitsgerichten gegen die dann auszusprechenden Kündigungen. Die Frage, ob dort eine Sozialauswahl stattgefunden hat, ob Betriebsräte zu beteiligen sind, das wird sich alles im Einzelfall noch zeigen. Also im Ergebnis, der schwachsinnige Aufbau von weiteren Drohkulissen, dass wir jetzt hier nur alle mit Gewalt geimpft werden und ansonsten werden wir alle arbeitslos, geht mir so auf den Senkel. Und ich mache mir eben ernsthaft Sorgen, welche Macht hat ein solcher Gesundheitsminister? Wo kommt das her? Das hat doch tatsächlich in meinen Augen schizophrene Züge oder zumindest diktatorische Züge. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal, dass dieser Gesundheitsminister hier schalten und walten kann, wie er will, Panik verbreiten kann, wie er will, niemand ihm da mal entgegentritt, ja, und alle ihn da nur noch bejubeln und sagen, jetzt geht die Welt unter. Für die ungeimpft sind. So ein Müll. Ja, er hatte vor ein paar Wochen ja auch schon verkündet, dass wir alle tot sind, spätestens im März, wenn wir nicht geimpft sind oder genesen. So. Aber was ist unsere Hoffnung dagegen? Unsere Hoffnung ist, dass wir einfach diesem Kasperkopf zeigen, dass es so nicht funktionieren wird. Und wie ich das gerade erklärt habe, wird das funktionieren, wenn wir klagen. Also, dass es nicht funktionieren wird, werden wir dem zeigen, wenn wir klagen. Ja, und das machen wir nach wie vor. Und deswegen bleibt mal ganz, ganz locker. Das ist eigentlich Sinn und Zweck des Videos. Wir schreiben es auch in den Titel mal so rein. Bleibt mal ganz ruhig. Hier wird keiner gefeuert. Ja? Herr Lauterbach, das ist alles Wunschdenken, möchte gern diktatorisches Wunschdenken. Ja, solange einigermaßen und ein paar Gerichte hier wenigstens noch funktionieren, wird das alles nicht so sein, wie ihr euch das vorstellt. Wir werden sehen. Ganz ruhig bleiben. Redet mit euren Arbeitgebern. Holt euch die Mustertexte, holt euch die Musterverfahren und klagt. Geht am Ende vor das Verwaltungsgericht, geht am Ende vor die Arbeitsgerichte. In zwei Instanzen, bis vor die Landesarbeitsgerichte. Ihr seid doch alle rechtsschutzversichert. Dass wir werden dem Staat schon auch was zeigen. Da brauchen wir keine Spaziergänge dazu. Das könnt ihr ja extra machen, wenn ihr die frische Luft wollt. Wir brauchen einfach nur unsere Rechte ganz ruhig und ganz entspannt wahrnehmen und ausnutzen. Und dann werden wir mal sehen, wie viel Willkür ein System uns aufdrücken kann, wie weit das gehen kann und wie weit die Gerichte hier resignieren. Ich glaube es nämlich nicht. Die Gerichte werden das schon hinkriegen.